Buenos Nachos, meine Kerle, es ist mal wieder Mittwoch. Ja, und damit heißt es, es gibt wie jeden Tag ein Kreuzworträtsel. So, und dann gucken wir mal, was haben wir denn hier? Wir haben hier einen Genfaktor, einen Erbfaktor, der heißt Gen. So, dann haben wir auch noch einen Pen. Pen ist, reimt sich auf Gen. Ja, sehr gut. So, Abschiedsgruß könnte Adios sein. Tschüss, Adieu, Adioi. So, Englisch für Schlaf ist natürlich Sleep. Ja. Alte deutsche Münze ist der Taler. Ja. So, der Kosmetikmarkt ist die Drogerie. Da gibt es momentan noch kein Cannabis. Das soll eher an den Apotheken verkauft werden. Aber das ist ja jetzt egal erstmal. Solange es noch nicht vollständig legalisiert ist. Aber ich bin mal gespannt, ob das wirklich kommt oder ob das bis zum Ende der Amtszeit liegen gelassen wird. Man das so lange liegen lässt. So, Freizeitbeschäftigung. Spaßig. Was? Nein, Spaßen. Spasten geht auch, aber nein, das ist es nicht. Tief auf Französisch. Gucken wir mal. Inhaltsleer ist, Karl. Nee, eigentlich nicht. Noahs Schiff ist die Arche. Inhaltsleer ist irgendwas mit H. Außerdem auch das hier. Wir haben hier eine Leuchte. Boah, ich bin so eine Leuchte. Holzminden. Ah, inhaltsleer ist natürlich dann hohl. So, und wahrscheinlich ist das T mit H. Ja, wie das englische Wort für der, die, das. Das hätte man da auch fragen können. Aber nein, man musste ja nach dem französischen Wort für T fragen. Okay, Land im Meer. Inseln. Ah, Inseln. Ja, Mehrzahl Land im Meer. Genau. So. Warten wir mal noch. Bewohner eines Kontinenten. Sind die Asiatinnen? Jegliches. Ist alles. So. Dann ist die Freizeitbeschäftigung bestimmt das Spielen. Was ich auch super gerne mache, tatsächlich. Seltener draußen mittlerweile, aber wer weiß, vielleicht kommt ja nochmal irgendwann so die Zeit, wo ich das wieder mal mache. Warum wackel ich? Ja, genau, weil ich gar nicht so viel Bewegung kriege, deswegen muss ich einfach mal wackeln, um mich trotzdem fit zu halten. Überlieferung ist eine Sage. Ja, bitte um Auskunft. Ist eine Frage. Ich finde das so schön, wie sich die Worte dann immer reimen, wenn man in öfteren Fällen. So, Abkürzung Cashflow-Rechnung. Ja, ist dann eine CFR, nicht eine VFR. Blutjaspis, oh Gott. Ja. Interpreten, Uff, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Früher, damals, Filmhandlung ist der Plot. Yeah. So, Einsatzstücke für Schrauber. Schrauben? Nate, Niete, Nute? Was? So, Insekt könnte die Schabe sein, weiß ich aber noch nicht. Sechseck ist ein Hexagon. Ja. Und das habe ich ganz alleine rausgefunden, ohne an Jack Black zu denken, der mit Elmo mal erklärt hat, was ein Hexagon ist. Ach nee, das war ein Oktagon. Verdammt. Gibt es an Silvester Feuerwerk? Nur dieses Jahr nicht. Oh, ist das fies. True. Ja. Grob gewebter Stoff. Ja. Teil der Uhr ist, Uhrwerk, Uhrzeiger. Alles zu lang, alles zu... Nee, das geht nicht. Gastspielreise, ein Soiree. Nee. Aber Rosenheim ist wahrscheinlich das... vietnamesische Suppe ist Pho. Oder wie auch immer man das ausspricht. Po, mit einem harten H.
Etwas Sensationelles. Es ist ein Knüller. Soll ich jetzt den Knüller zünden? Zünd den Knüller. So, Teil der Uhr. Unruhe. Wer weiß, vielleicht ist das sogar das, ja. Operationssaal ist der OP. Sour B. Nein. Aber wahrscheinlich ist das wirklich. Ha! Teil der Uhr ist Unruhe. Unruhe. Ja. Tournee. Die meinen die Tournee. Oh je. Natürlich. Oh, gut, dass ich dann noch drauf gekommen bin. Einsatzstücke für Schrauber, weiß ich immer noch nicht. Blutjaspis, weiß ich nicht. Es könnte wirklich die Schabe sein. Ich versuch's mal. Boah, richtig cool. Escape Room. Ja, ja, könnte sein, dass ich das auch demnächst mal wieder spielen darf. Damals. Einst. Zweinst. Dreinst. Oh Gott. Interpreten. Weiß ich noch nicht. Schirmherrschaft ist, ja. Bots? Einsatzstücke für Schrauber? Bots? Nee, Bits. Ah, Bits. Ach so, ja, für Schraubenzieher. Ja, na klar. Haha, das wusste ich doch. Ich glaube, Ägide war das Wort, ja. Und jetzt habe ich keine Ahnung, was das Heli-Dings ist. So, und der grob gewebte Stoff ist wahrscheinlich Tweed, ja, 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 ja. Nicht zu verwechseln mit dem Tweet von Twitter. Oh Mann. Ich glaube. Ach, Acts meinen die. Ah. Ja, und jetzt muss ich nur noch den richtigen. Ah! Muss ich nur noch den richtigen Buchstaben finden. Beim zweiten Mal raten. Fertig. So, okay. Alles klar. Wir schaffen das. Jetzt machen wir noch die erste Rätsel und dann. Gucken wir mal, was ist hier die Lösungswort. Der Freund von Harry ist eindeutig Hermine. Oder Neville Longbottom, nee, passt nicht rein. Draco, nein, auch nicht. Verdammt. Lord Voldemort, voll, nee, passt auch nicht. Ah, ich weiß es nicht. Snape, nein, passt auch nicht. Ach, dammit. Der hat so viele Freunde. Ich weiß gar nicht, wer das sein könnte. So, Bildpunkt, ja, ja. Oh, das ist interessant. Das ist interessant, was da für ein Buchstabe reinkommt. Dann fallen ja schon einige Wörter raus, die es sein könnten. So, Sauerstoffverbindung. Figur von Ende. Jim, ah, das weiß ich. Okay, Sauerstoffverbindung. Kommt da jetzt. Ach so, ja, nee, klar. Jetzt weiß ich, was das ist. Okay. Das ist ja mal interessant, ja. Halb. Halb. Ja. Ich weiß es, ja. Ich glaube, ich habe das Wort nach der Hälfte der Buchstaben schon. Ich werfe es einmal in den Raum. Könnte ich gegebenenfalls gerade, also, ich glaube, das Lösungswort ist sowas wie Holzeisenbahn. Oder, was gibt's noch so? Halbvollpfosten? Nee, das ist doof. Das ist ein doofes Wort dafür. Aber auf jeden Fall, das Wort, was ich glaube, was es ist. Ist Oxymoron. Gucken wir mal, ob das auch stimmen kann. Für alle, die es nicht wissen, das ist ein Wort, das normalerweise Dinge beinhaltet, die sich eigentlich überhaupt nicht, die nicht zueinander passen.
Karteikartenreiter, also, ja, weiß ich jetzt gerade nicht. PC-Arbeitsfläche ist natürlich der Desktop. So. Damit ist das wirklich ein O, wenn wir jetzt die 6 noch haben. Überbackene Speise, Gratin, ja, ist auch ein R. Und dann haben wir hier, bräuchten wir hier ein O. Pierce Brosnan, ja, ist richtig, ja. Und jetzt brauchen wir nur noch hier ein N. Auf Anhieb, glaube ich. Und dann hätten wir wirklich das Oxymoron. Okay, dann geben wir es doch einfach mal ein. Und ich überlege, während ich die anderen Sachen löse, mal, ob ich vielleicht irgendwie ein Oxymoron, ob mir noch eins einfällt. Oxymoron. Ein oxidierter Idiot. Er ist auch vielleicht ein stark belüfteter Idiot. Naja, wenn dem aber andererseits mehr Luft ans Gehirn dringt, naja, kann ja auch zu spät sein. Nein, ist kein richtiges Oxymoron. So, dann machen wir dann mal, geben wir doch mal hier ein paar Sachen ein. Dip, dip, dip. Bär ist, weiß ich noch nicht, aber ich weiß, was ein Gratin ist. Grazi. Ja, war leider nicht das richtige Wort. So, Sauerstoffverbindung ist Oxid natürlich. Oxid mit Y in dem Fall. Ich habe mich nur schon gefragt, weil Oxymoron wird ja eigentlich mit Y geschrieben. Jetzt verstehe ich auch, aber andererseits Oxid. Ich möchte es jetzt gerade mal eingeben in Google. Wasserstoffperoxid zum Beispiel. Und da wird's mit I geschrieben. Huch. Meinten sie Wasserstoffperoxid? Oxid oder Oxid? Odyt. Ich habe Odyt geschrieben. Nicht fachsprachlich, Oxid mit Y. Okay, also eigentlich wird es mit I geschrieben, aber es ist okay, wenn wir ein Oxymoron hier haben wollen, dann müssen wir auch ein Y hier benutzen. Geht nicht anders. So, Innenstadt ist die City. Ah, das meinen die. Sortieren ist ordnen. Ja, Hochschule ist die Uni. Ich mach mal ganz schnell hier. Bildpunkt ist der Pixel. Dann haben wir keinerlei ist nix. Französisch Ära, Ehre, wem Ehre gebührt. Nieren betreffend. Keine Ahnung. Iranesin. Nein, keine Ahnung. Abkürzung Anruf. Ja, könnte sogar. Mittelmeerbecken. Machen wir erstmal Near, das englische Wort für nah. Gamehelden, Lara Croft, ist ja easy. Pfund. Das ist jetzt eine gute Frage. Abkürzung Pfund. PFD? Ah. Medizinisch Milz. Oh. Pierce. Wir können ja erstmal Pierce Brosnan eingeben. Splen, Splan, Splan, Splun, Splon, Splin, Splen, Splendid. Okay, dann machen wir mal die Iranesin raus. Und das ist, gucken wir mal, was hier eigentlich reinkommt. Ach so, Iranefin. Nee, Iranerin, oh, wow, ja, das passt auch gut zur Fanfare dann, Milchprodukt ist Käfe, Kefir, Kefit, Mann ey, ach und der Freund von Harry war Ron, natürlich, ach, das hätte ich ja fast gar nicht gewusst, so, Reptil ist natürlich wieder die Echse. So, schwer wie Blei, sagt man so schön. Und das ist es, Säh, das weiß ich. Mountainbike, MTB. Ich denke auch gerade an sowas wie BMX, aber BMX ist ja dann wieder was anderes als Mountainbike. Nach unten, herab und hinab, meine ich doch. Hoch, dann ist das der Igel und nicht der Inel. Ackergerät ist natürlich wieder die Egge, weil die haben gar kein anderes Gerät als die Egge fürs Acker. Jim Knopf natürlich. Facebook-Abkürzung. M-E-T-A. Hahaha.
Ja, Handlung ist Aktion? Ja, das ist richtig. Südostasiatisch ein Thai mit ohne Haar. Fragt mich nicht, wo das herkommt. Fragt mich bloß nicht. Keine Ahnung. So, weiches Mineral. Ja. Ach, eine Bar, nicht ein Bär. Ja, da hätte ich ja ewig drauf, nicht drauf kommen können. Bringt Haare in Form. Gel. Bar. Cash. Nee, machen wir erstmal hier Kalk. Talg? Was ist denn? Weiches Mineral ist nicht Kalk. Kalk ist ein hartes Mineral. Muss man aufpassen. Karteikartenreiter. Ein Tab. Ach so. Ja, wie im Browser. Natürlich, ja. Was haben wir hier noch? Ranal. Rinal, Runal, Ronal. Warte mal, was hatte ich denn jetzt noch nicht? Renal. Genau, Renal. Ruhelager ist das Bett. Das ist natürlich das Bett. Meine Güte. So. Ich habe keine Ahnung. Tresen. Ach so. Oh Mann, Leute. Kann nicht wahr sein. Natürlich, ein Tresen. Das ist so. Das ist so. Wie kann ich nicht auf Tresen kommen? Tresen, Tresen, seid's gewesen, denn als Geister da betrügt er. Was? Wer? Keine Ahnung. Ich betrüge hier nicht. Ich mache die Rätsel wirklich so, wie sie sind. So, haben wir jetzt auch alles? Ja, wir haben alles. D-d-d-d-d-d-d. Aktion, Kefir, Brosnen. Splen, okay, nehme ich einfach hin, dass die Milz auch im medizinischen Sinn Splen heißt. Ja. Iranerin. Wieder mal so ein Moment, in dem ich nicht ganz dabei war, wie es aussieht. So, Oxid ist immer noch trotzdem mit I. Aber das Oxymoron wird mit Y geschrieben, also müssen wir es den Leuten, die dieses Rätsel da gemacht haben, verzeihen. Das geht nicht anders, das ist so. Gut, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Rest vom Tag und dann, ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wahrscheinlich, vielleicht, eventuell zum nächsten Kreuzworträtsel, zur nächsten Kreuzworträtselrunde und damit würde ich dann auch mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.